Hallo ihr Lieben, toll, dass ihr wieder da seid zur Kraftwerk-Serie, den zweiten Teil heute. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du den ersten Teil verpasst hast. Ich freue mich einfach über jeden, der zuschaut und dem ich da was geistlich Wertvolles weitergeben kann. Wie gesagt, heute ist der zweite Teil der Serie über die Kraftwirkungen Gottes hier auf Erden. In der ersten Folge habt ihr entdecken dürfen, dass es beim Christsein zwei ganz normale Fähigkeiten geben sollte, die ich benannt habe mit erstens die Fähigkeit vom Königreich Gottes zu sprechen und zweitens die Fähigkeit in der Kraft Gottes zu wirken. Ich möchte heute da nicht näher drauf eingehen, weil der Gedanke wird uns immer wieder begleiten und wird immer wieder vorkommen. Von daher wird der jetzt nicht heute wiederholt werden. Ich gehe heute auf etwas anderes ein. Ich möchte heute über die Art und das Wesen der Kraft Gottes reden. Ich möchte es euch versuchen, etwas weiterzugeben, was eigentlich fast nicht mit Worten zu beschreiben ist. Vielleicht zu umschreiben, dann versuchen wir es mit umschreiben, das ist dann besser. Das Problem dabei ist, dass die Kraft und die Kraftwirkungen Gottes so viel anders sind als alles, was wir hier auf Erden kennen. Es ist nicht vergleichbar mit irgendetwas, was uns so im normalen Leben vorkommen könnte. Es ist eine Himmelskraft, die sich völlig von allem anderen unterscheidet. Sie ist übernatürlich, unsichtbar und hat oftmals auch sehr verschiedene Gestalt. Es ist eine riesige Kraft. Wenn Jesus sagt, wer Glaube hat wie ein Senfkorn, kann einen Berg versetzen, dann ist das nur durchaus zutreffend. Es ist nämlich die Kraft, die eine Jungfrau schwanger werden lässt, ohne irgendwelche menschliche Einflussnahme. Es ist die Kraft, die Kranke übernatürlich wiederherstellt, die Menschen heilt, die von Ärzten aufgegeben werden, die Menschen heilt, die keine Chance haben auf eine natürliche oder medizinische Heilung mehr. Und die dann plötzlich einen Tag auf dem anderen wieder in Ordnung sind, weil die Kraft Gottes in Wirkung gekommen ist. Ich habe es selber schon erlebt, dass ein Mann mit inoperablen Hirntumor plötzlich durch die Kraft Gottes, durch den Dienst wieder in Ordnung gekommen ist. Selbst Menschen mit inoperabler körperlicher Beeinträchtigung können und sind wieder in Ordnung gekommen. Ich habe schon mal im Internet, im Blog geschrieben drüber, über eine Begebenheit aus Leeds in England, in einer Zeit zwischen den Weltkriegen. Ein Mann war dort mit einem völlig verdrehten Bein durch einen Unfall und es war alles, eigentlich die Hüfte war beschädigt und kaputt und das Bein selber stand völlig falsch. Er hatte eigentlich den Fuß nach hinten stehen, wo er nach vorne gehörte und man kann sich vorstellen, dass das extrem schmerzhaft war. Und der Evangelist Smith Wigglesworth rührt sein Bein in der Kraft Gottes an und es dreht sich vor aller Augen in die richtige Stellung und der Mann hat keine Schmerzen mehr. Es waren bei dem Vorfall viele hundert Menschen anwesend und alle konnten es sehen. Das ist, wenn Kraft Gottes in Wirkung gerät. Das ist genau das, was ich meine, das Übernatürliche, wenn menschliche Weisheit am Ende ist. Ich habe euch auch von der Frau erzählt, die fürchterliche Narben an den Armen hatten, weil sie sich immer geritzt hatte. Und dass die Kraft Gottes bei ihr in ihrem Leben auch in Wirkung gekommen ist und diese Arme nachher aussehen, als wäre nie etwas gewesen. Blank wie ein Kinderpopo, würde man fast sagen. Aber ihr könnt es auf den Fotos jetzt ja sehen, die ich gerade einblende. Ich habe die Dame kennenlernen können und die Berichte sind absolut authentisch und es ist keine Fotomontage oder irgendetwas. Das, was Menschen nicht mehr flicken können, nicht mehr in Ordnung bringen, das ist Gottes Sache. Und wenn wir sehen wollen, wie Kraft Gottes in Wirkung kommt, dann müssen wir uns diese Fälle anschauen. Denn wenn Kraft Gottes in Wirkung kommt, dann ist das Ziel dahinter,
dass nachher immer völlig eindeutig ist, wer der Urheber der Heilung ist. Dass man das auf gar keinen Fall irgendwie verwechseln kann, wieder zerreden kann oder in Zweifel ziehen kann. Die Kraft Gottes wirkt so, dass es nachher eindeutig ist. Und darum bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig bei bestimmten Anfragen für Gebetsdienst, die zu mir kommen. Ich hatte vor einiger Zeit eine Anfrage, die zu mir gekommen ist. Ich sollte Gebetsdienst machen für einen jungen Mann, der krank ist, recht krank ist. Aber es waren Einschränkungen dabei. Ich sollte auf gar keinen Fall Kontakt haben mit ihm. Er brauchte auch nicht wissen, dass für ihn gebetet würde. Hauptsache, er kommt gesund. Und ich habe keinen Dienst gemacht für den Mann, weil ich einfach weiß, Gott wirkt nicht so. Wenn die Kraft Gottes sichtbar werden soll, dann muss eindeutig sein, wer der Urheber ist. Dann muss es ganz klar werden nachher. Und darum gibt es bestimmte Sachen, die brauchen wir uns gar nicht überhaupt aufs Gebetsbüchli schreiben. Ich persönlich liebe es, für hoffnungslose Fälle zu beten, wo nachher einfach völlig klar ist, dass Gottes Kraft wirksam war und nicht irgendein Zufall oder irgendetwas anderes. Weil da, in diesen Fällen, in diesen Situationen, da kann man Gottes Kraft unglaublich erleben. An Totenerweckungen traue ich mich noch nicht dran, aber der eben schon genannte Smith Wigglesworth hat 14 Menschen wieder zurückgeholt. Aus den Toten. Zum Teil aus den Kühlkammern im Totenhaus. 14 Menschen, die so dokumentiert sind, mindestens. Er hatte die Erfahrung, in dieser himmlischen Kraft unterwegs zu sein und mit ihr zu wirken. Denn es ist eine himmlische Kraft, eine Gotteskraft, die mit dem Himmel verbunden ist. Und das ist das, was wir uns anschauen müssen, um diese Kraft zu verstehen. Und ich muss jetzt für den nächsten Gedanken wirklich einen Gedankensprung machen mit euch. Ich hoffe, ihr kommt mit. Vor einiger Zeit ist eine Frau bei mir gewesen, eine ältere Frau, und hat mir erzählt, dass sie in jungen Jahren sehr, sehr, sehr krank gewesen ist und im Spital gelegen hat. Dass sie im Sterben gelegen hat dort, weil man konnte ihr wirklich nicht helfen. Und die Ärzte hatten sie aufgegeben und hatten sie auch bereits darauf vorbereitet, dass es ihr Ende wohl wäre. Und in der Nacht dann hat sie ein Nahtoderlebnis gehabt. Sie ist wirklich, hat den Körper verlassen und ist auf eine Reise gegangen und nachher in Himmelspforten oder vor Himmelspforten im Himmel gelandet. Sie hat dort Jesus auf dem Thron gesehen, hat gesehen den Abendmahlstisch, den Tisch des Herrn, wo im Himmel Abendmahl gefeiert wird und vieles mehr. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist nochmal eine komplett extra Geschichte. Aber sie hat mir dabei etwas erzählt, was mir hängen geblieben ist. Als sie dort im Himmel durch die Natur, die es dort gibt, gewandert ist, muss versehentlich ein Ast abgebrochen sein, weil sie irgendwie an dem Strauch oder Busch zu nah dran lang gekommen ist. Und in dem Moment wäre der Ast wieder nachgewachsen. In dem Moment, als sie mir das erzählt hat, ist das bei mir so ein bisschen irgendwo in der Versenkung verschwunden. Doch abends dann oder in der Nacht hat mir Gott gezeigt, das ist eine wichtige Aussage gewesen für uns, für mich. Denn das ist die Himmelskraft, die Gotteskraft, die im Himmel omnipräsent gegenwärtig ist. Die Kraft, die die Dinge wieder so richtet, wie sie sein müssen. Die den Menschen so herrichtet, wie sie sein sollten, wie sie geplant waren und von Gott erdacht waren. Das ist diese Gotteskraft. Und darum, wenn Menschen durch die Kraft Gottes hier auf Erden wiederhergestellt werden, dann ist das diese Himmelskraft, die Dinge so bringt und so herrichtet, wie sie eigentlich von Gott gedacht waren, wie sie eigentlich ursprünglich beabsichtigt waren. Das ist die Kraft Gottes. Und das ist eine Himmelskraft, denn dort im Himmel ist das grundsätzlich so. Da werden alle Dinge so hergerichtet, wie sie sein sollten. Und das ist mein Impuls für heute. Es geht um eine himmlische Gotteskraft, die besonders dann wirksam wird, wenn die Fälle hoffnungslos sind und nachher nicht gesagt werden kann, es ist doch nur alles Zufall. Sondern wenn nachher ganz klar ist, diese Himmelskraft Gottes ist in Aktion gewesen. Und mit dem Gedanken schicke ich euch jetzt auch in den Tag hinein und segne euch. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wenn wir den nächsten Gedanken dazu aufgreifen. Ciao, euer Frank.